Luisa Neubauer war bei Markus Lanz in die Sendung eingeladen und hat dort ihre ganze Unfähigkeit einem Millionenpublikum zur Schau gestellt. Wir werden uns gleich das ganze Video hierzu anschauen. Davor möchte ich aber noch kurz auf den Anlass der Sendung eingehen. So ging es in der Sendung um das leidige Thema Klimaschutz und welche Maßnahmen bzw. finanziellen Belastungen man den Bürgern eigentlich zumuten kann. Schon hier zeigt sich, dass Luisa Neubauer im Grunde jedes Mittel recht ist, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren, selbst wenn dies den finanziellen Ruin der deutschen Bevölkerung bedeutet. Wir hören rein. Herr Maizière, die Wahl zwischen Zeit und Demokratie haben wir nicht. Wenn wir die fundamentalen Krisen dieser Zeit nicht in den Griff bekommen, wie stellen Sie sich vor, sollen intakte Demokratien in einer 2 Grad wärmeren Welt aussehen, in der uns die Krisen um die Ohren fliegen, in der wir von Notstand zu Notstand diktiert werden von den Krisenumständen? Wenn Demokratien geschützt werden sollen, wenn die Notstände kommen, dann werden die demokratischen Räume eingeschränkt. Dann nämlich haben wir nicht mehr die Zeit, noch mal rumzureden, noch mal zu befragen, noch mal die Experten anzuhören, noch mal die BürgerInnen. Dann diktiert der Notstand und nicht mehr die parlamentarischen Instanzen, nicht mehr die Regierung. Das heißt, je mehr Notstand da ist, desto weniger Demokratie haben wir. Deswegen sagen wir, wir brauchen so dringend den Schutz vor den Notständen. Das ist ja Klimaschutz. Das heißt ja, wir verhindern die schlimmsten Katastrophen, damit wir überhaupt die demokratischen Räume erhalten, die wir haben können. Und dann, und das ist das Wunderbare, sind wir auch in diesen großen Transformationen, die anstellen. Energiewende, okay. Verkehrswende, Agrarwende. Es ist die Demokratie eines der wichtigsten Werkzeuge, was wir haben. Die Menschen mit ihren Ideen, mit ihrem Wissen, die vor Ort die Energiewende selber machen. Sorry. Die sind ja das heilige Gut, was wir da haben. Sie zu schützen. Das ist doch das Innerste von dem, wofür wir einstehen. Diese vollkommen übersteigerte Rede zeigt, Luisa Neubauer hat sich offensichtlich vollkommen vom Boden der Realität entfernt. Zum Glück werden wir gleich sehen, dass einen Politiker in der Runde ihre Mahnungen dermaßen stören, dass er ihr eine deutliche Nachhilfestunde verpassen wird. Luisa Neubauer redet davon, dass man die Demokratie respektieren müsse und dass die Mehrheit sich für Klimaschutz aussprechen würde. Die Realität zeigt jedoch, dass gerade die Parteien, welche die sündhaft teure Energiewende eben nicht unterstützen, in der Wählergunst immer mehr dazugewinnen. So liegt die AfD auf Bundesebene mittlerweile zwischen 20% und 25%. Auch die CDU, welche sich kritisch äußert, erreicht knapp 30%. Dies zeigt eindeutig, Luisa Neubauer liegt komplett falsch. Die Bevölkerung lehnt die derzeitige Klimapolitik Habecks ab und würde dementsprechend auch ihr Kreuzchen bei der nächsten Bundestagswahl setzen. Genug geredet, wir hören weiter rein. Würden Sie sich so einen Satz auch trauen, Frau Neubauer? Wow, seit wann? Also ich kann, also ich glaube, ich muss mich jetzt nicht trauen, irgendeinen Satz zu sagen. Ich glaube, ich kann zum dritten Mal versuchen. Ja. Bisher war es immer so. Sie haben noch nie geantwortet. Genau, was Sie wollen. Wollen Sie jetzt von Warum mir, dass ein ich Problem so ein damit? Pseudo-Pro-Atomkraft-Statement mache, obwohl wir doch wissen, das ist eine Technologie, die extrem gefährlich ist. Viele Menschen in diesem Land haben sehr lange erfolgreich und aus guten Gründen dagegen gekämpft. Und wenn wir die Möglichkeit haben, da rauszusteigen... Aber Politiker antworten so dann, in der Sendung. Nö, das ist genau, was ich glaube. Wenn wir die Möglichkeit haben, von der Atomkraft wegzukommen und die technischen Möglichkeiten haben wir, die politischen Festlegungen sind da, so dann zum Henker gehen wir los und machen das. Wir haben ja jetzt nicht die Zeit, Frau Neubauer. Wir sind ja jetzt in einer ganz konkreten Situation. Es bezieht sich ja auf jetzt. Genau. Das ist ja keine perspektivische Geschichte. Jetzt konkret. Aber sorry, ich verstehe sozusagen, woher Sie kommen, aber wenn ich hier einmal kurz mit Fakten reinstimmen darf. Ja. Die Atomkraft kann in Deutschland nicht unsere Energiekrise lösen, auch nicht die Knappheiten. 1% vom Gas kann erreicht werden. Das habe ich nicht behauptet, das hat der Thunberg auch nicht gesagt. Ja, das heißt aber, wir müssen noch mal in dieser Debatte, diese ganzen wichtigen Räume, wo wir über die Energiekrise reden, werden verstopft mit diesen oberflächlichen Atomdiskussionen. Nee, ohne dass man bedenkt, was kann die Atomkraft leisten und was nicht. Nein. Brillante Worte an Frau Luisa Neubauer, die ihre Forderungen nach immer mehr Klimaschutz eine deutliche Absage erteilen. Wir kommen nun gleich zum besten Teil der ganzen Sendung, als Lanz so richtig die Schnauze voll hat und Luisa Neubauer eine verbale Ohrfeige verpasst. Davor möchte ich aber noch kurz auf das Gesagte eingehen.
So verstrickt sich Frau Luisa Neubauer ständig in ihre eigenen Widersprüche. Sie lehnt zum Beispiel die Atomkraft ab, welche als eine sehr saubere Form der Energiegewinnung gilt. Von Lanz darauf angesprochen, behauptet sie, dass es sich hierbei sowieso nur um einen sehr kleinen Teil der Energiegewinnung handeln würde. Diese Aussage ist schlichtweg falsch. Zum Beispiel hätte man die 3 verbliebenen Reaktoren am Netz gelassen, wäre der Strompreis heute um ganze 12% niedriger. Mit weiteren Atomkraftwerken am Netz hätte man den Strompreis sogar halbieren können. Luisa Neubauer ist jedoch nicht für diese rationalen Argumente zugänglich. Die Atomkraft zeigt, dass sie und die Grüne Partei vielmehr eine ideologische Energiepolitik betreiben. Wir schauen weiter rein. Ich will nur das Argument einmal kurz machen. Das ist kein Halligalli. Da geht es um existenzielle Fragen. Es geht um den Industriestandort Deutschland. Es geht darum, dass wir die 4. Volkswirtschaft dieses Planeten sind. Es geht darum, dass wir Energiepreise haben, die 10-mal so hoch sind wie die in den USA. Es geht darum, dass Unternehmen in den USA für 1/10 der Preise produzieren wie hier in Deutschland. Nochmal die Fakten. Ja. Es geht darum, dass jemand wie Veronika Grimm, kennen Sie auch, wirtschaftsweise, kluge Frau von der Uni in Erlangen, die sagt, wenn wir Atomkraftwerke weiterlaufen ließen, hätte das selbstverständlich Auswirkungen auf den Strompreis. 12% weniger, das sind Ihre Berechnungen. Das ist relevant und gerade jetzt relevant für viele, viele Menschen. Es geht tatsächlich um die Existenz vieler Leute und es geht diesem Land an den Kragen, wenn wir diese Energie- und Gaspreise nicht in den Griff kriegen. Eine Situation, die sie so schnell nicht vergessen wird. Selbst Markus Lanz, der Luisa Neubauer immer wieder in die eigene Sendung eingeladen hat und sie unterstützt, äußert sich jetzt schon wesentlich kritischer. Das zeigt ganz deutlich, die Stimmung innerhalb der Bevölkerung kippt langsam und die Bürger haben einfach die Schnauze voll. Auch viele ehemalige Grünen-Wähler sind enttäuscht und sprechen sich mittlerweile gegen die Energiewende aus. Die ständig steigenden Energiepreise und der drohende finanzielle Ruin scheint bei vielen Bürgern doch noch eine Meinungsänderung bewirkt zu haben. Was ist eure Meinung? Äußert sich Markus Lanz mittlerweile wirklich kritischer über die Klimabewegung? Oder spricht er nur nach der derzeitig populären Meinung? Schreiben Sie es doch in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.